sun in our eyes. Let's put on our shades and keep this blues away. Keep on trying and we'll break through the town. Big campaigns wrecking down. It's the same. We've always done delayed. And when we'll be on our way, tell the memory of this play will always fade. It's you and me and the birds and the bees. It's alright. It's you and me and the sun and the sea. It feels right. And it seems like the way sun and love is coming our way. Das ist mein erstes Heimspiel mit meiner eigenen Show, der eigenen Band. Kompletten Abend bestreiten seit, glaube ich, 3 Jahren, seit 2016. Auch das erste Mal im E-Werk, in meinem Lieblingsclub eigentlich in der Stadt, für Clubkonzerte. Und vor allem ist es dieses Mal, die letzten Mal habe ich immer nur alleine bei einer Band gespielt. Und dieses Mal ist es erstens dadurch, dass es von unserem Jazz am See Festival organisiert ist, aber zweitens auch, dass ich einen ganz tollen Special Guest dabei habe. Das ist was Neues, dass wir mal irgendwie einen Abend zusammen bestreiten in meinem geliebten E-Werk mit Ida Sand. Wirklich, dass wir jetzt so eine Größenordnung an einem Weltstar wie George Benson, so dieses Level hatten wir noch nicht. Also wir haben angefangen mit so ein paar europäischen Freunden von mir und es wurde immer besser. Oder eigentlich sind ja alle natürlich, letztendlich sind alle tolle Musiker, man will ja nicht werden. Aber er ist halt, er geht auf die 80 zu, ich glaube er ist 78, natürlich hat einen Legendenstatus. Und das hatten wir noch nicht in dieser Legendenform. It's my first time, I've never been here. What do I expect? I expect a very welcoming crowd, I would say. I can imagine that it will be like a very warm atmosphere, and we enjoy play together a lot, and we have done it a few times now, so it feels like, yeah, we can make really good music too, hopefully. Ida damals kennengelernt, aber auch durch Freunde, also Nils Landgren, You Can Say, ist natürlich der große Guru in Schweden, der die deutschen Musiker und die Schweden vorstellt und verbindet. Und da haben wir uns wahrscheinlich auf irgendeiner Party, somewhere we met. Ja, ja. Und dann haben wir zusammen Duette aufgenommen auf CDs und Konzerte danach gespielt. Now.